2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Heute fahren wir in Travis County, Texas, wo 20 Kurven und Geschwindigkeiten von bis zu 321 km/h auf dieser großartigen Strecke auf uns warten. 60% Vollgasanteil mit vielen Überholmöglichkeiten, besonders in den zwei DRS-Zonen zu Kurve 1 und später auf der Gegengeraden zu Kurve 12. Da kommt einiges auf die Fahrer zu. An meiner Seite darf ich heute Stefan Römer begrüßen. Es freut mich, dich wiederzusehen. Was glaubst du, warum ist dieser Grand Prix seit seiner Wiedereinführung 2012 so ein großer Erfolg? Die Anerkennung dafür gebührt den Promotern. Der Grand Prix hier findet in einem Teil des Landes statt, der für seine Liebe zum Motorsport bekannt ist. Und die Promoter haben die richtigen Leute hergebracht, um sie dann auch zufriedengestellt. Außerdem hilft es, wenn die Strecke selbst gut ist, und das trifft hier auf jeden Fall zu. Die Anlage ist interessant und sorgt für spannende Action. Und es kann nie schaden, wenn es auf einer Strecke so eine spannende Entscheidung im Titelkampf gibt wie 2015. Aber dadurch wird natürlich auch der Druck groß, diese Qualität zu halten. Wegen der Steigung kannst du später in Kurve 1 hineinbremsen. Es ist eine langsame Kurve. Achte also darauf, dir keine Probleme zu machen. Viel Glück! Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer perfekten Runde im gestrigen Qualifying startet Kimi Räikkönen von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel und ein Männer, Daniel Ricciardo und Verstappen. Bottas, Rosberg, Wehrlein und Sergio Perez. Hülkenberg, Massa, Carlos Sainz Jr. und Alonso. Button, Grosjean, Esteban Gutierrez und Kevin Magnussen. Palmer und Quert. Marcus Ericsson und Felipe Nasser startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, und damit Servus und Hallo zusammen. Willkommen zurück zu F1 2016 hier aus Texas. Austin, Texas, der große Preis der USA. Viertletzte Saisonrennen seit 2012 im Rennkalender. Strahlender Sonnenschein, so muss es sein. Wunderbar, das Training war auch ein bisschen verregnet. Das Qualifying habe ich leider verbockt. Da habe ich einen dummen Fahrfehler eingebaut, zweimal. Und ja, war dann nur auf Position 5. Dann werdet ihr sagen, Moment, wieso Position 5? Du stehst doch auf Platz 4. Was ist mit dir los? Hast du nicht aufgepasst? Doch, ich habe aufgepasst, aber der Rosberg, der war vor uns, hat aber eine Grid-Penalty plus 5 bekommen. Tja. Also wir haben einen Platz geerbt. Sehr schön für uns, schlecht für Rosberg. Für den ja neuen Formel-1-Weltmeister, ne? Großer Preis von Abu Dhabi, letzte Saisonrennen. Hat das gepackt, auch wenn Lewis Hamilton erstaunliche Qualitäten als Bernd Mailänder Nachfolger an den Tag gelegt hat, also vielleicht ein potenzieller Nachfolger, sofern Bernd Mailänder mal in Rente gehen sollte. Lewis Hamilton, ein Kandidat für das Safety Car, er weiß, wie man ein Feld einbremst. Na gut, lassen wir das, genug gelästert. Konzentrieren wir uns hier auf unser viertletztes Saisonrennen, 100 Punkte noch zu holen. Wir sind knapp 70 Punkte, ja, Rückstand auf Position 1 in der Weltmeisterschaft. Ne, er hat ja mal gefeiert, unser guter Chef, von wegen, ja, du kannst doch Weltmeister werden, du kannst doch Weltmeister werden. Ja, also, ne, theoretisch ja, aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Na gut, so, wir schauen uns die Rennstrategie an. Runde 4 schlägt man uns vor. Und dann auf Gelb, also zuerst auf Rot, dann auf Gelb. Runde 4 könnte man, je nachdem wie der Start ausgeht, könnte man mit leben. Eine Zwei-Stopp-Strategie halte ich für nicht gut. Man könnte, ja, man könnte nach hinten ziehen, ja. Kommen wir Runde 5, okay. Ich muss sagen, wir kommen in Runde 6. Muss man schauen. Sag ich mal, muss man schauen, je nachdem wie der Reifenverschleiß ist. Und wie wir natürlich auch überhaupt starten ins Rennen. Ne? Also ich stelle jetzt mal auf Runde 5. Aber gut zu wissen, dass wir auch auf Runde 6 noch ausweichen könnten. Je nachdem. Wie läuft der Start? Wie kommen wir vielleicht vorbei an Autos vor uns?
vielleicht auch nicht. Ne? Wir haben ja eigentlich immer recht gute Starts gehabt in letzter Zeit, aber das ist ja keine Garantie. Ne? Wir haben ja keine Garantie auf gute Rennstarts. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Jo, machen wir, wie immer, Chef. Ne? Kannst du uns vertrauen, wir können das inzwischen. Keine Angst. Der Vettel bremst schon wieder. Unser neuer Rivale übrigens, meine Damen und Herren. Sebastian Vettel, unser Spiel hat gemeint, wir brauchen unbedingt nochmal einen Rivalen für Rennen vor Saisonschluss. Da kann man jetzt auch davon halten, was man will. Also ich persönlich denke, das ist absoluter Blödsinn. Dass man hier vier Rennen vor Saison... hallo? Dass man hier vier Rennen vor Saison noch einen Rivalen braucht. Das muss eigentlich nicht sein. Aber uns fragt ja niemand, ne? Also deswegen. Vettel, gib Gas, so die Reifen werden kalt. Mach ihn je. Ricardo hinter uns. Super. Das sind alles so Kandidaten, ne? Die uns schon mal sauber von der Strecke gedrängt haben. Die uns mal sauber abgeschossen haben. Ricardo in Deutschland, meine ich, kann ich mich daran erinnern, nach der Spitzkehre, da hat er unser Rennen kaputt gemacht. Da sind wir in Runde 1 auf den vorletzten Platz, ne, wenn ihr euch erinnert, und sind dann immer noch auf Platz 10 gekommen am Rennende. Und mit Lewis Hamilton hatten wir auch schon ein paar Mal das Vergnügen. Und der Vettel, ich muss gerade überlegen, was mit dem Vettel hatten wir doch auch schon mal ein paar Zweikämpfe, ich glaube, das war in Baku, oder? Das war doch Baku, glaube ich. Aserbaidschan, ja, da hatten wir auch mal die eine oder andere interessante Situation. Ja, wir hatten so eigentlich durch, wenn ich das jetzt mal so hochrechne, dass wir Punkte verloren haben, unglücklich im Laufe der Saison, wenn wir die alle auf dem Konto hätten. Ja, hätte, ich weiß, aber dann wäre vielleicht tatsächlich noch eine realistische Chance da, eine reelle Chance. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Eine reelle Chance auf die Formel 1 Weltmeisterschaft. So, jetzt aber Kampfschluck, habe ich immer vergessen in den letzten Rennen. So, jetzt sind wir gespannt. Vielleicht hilft's ja was, ne? Scheiß Aberglaube. Wobei, ich bin eigentlich gar nicht abergläubig. Gut, konzentrieren wir uns auf den Start. Die Lichter gehen aus. Räikkönen, schlechter Start. Ganz schlechter Start von Kimi Räikkönen. Vom WM-Führenden. So, wir sind innen, verbremsen uns. Uiuiui. Kürzen gleich mal ein bisschen die Schikane ab, sind auf P1. Okay, Vettel hat sich gedreht. Hat man noch ganz kurz gesehen. Sebastian Vettel hat sich in Kurve 1 gedreht. Ach shit. Und positives Delta beibehalten. Okay. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ja, ich kann nochmal langsamer fahren. Wenn ich langsamer fahre, dann stehe ich, Chef. Okay. Hamilton hinter uns. Hamilton hinter uns. Heißt, er hat ebenfalls profitiert. Die Ferrari sind weg. Beide. Verstappen auf 3. Da hat es den Vettel sauber weggedreht. Aber ich meine nicht, dass ich da schuld war, dass es den weggespickt hat. So, wir schauen uns die Reifentemperaturen an. Noch gut. Noch alles gut. So, V-Safety Car endet wann Virtuelle genau, bitte? Ah ja. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Okay, es geht wieder los. Es geht wieder los. Hamilton direkt hinter uns und dann kommt lange nichts. Dann kommt lange nichts, Leute. Wir hatten hier tatsächlich mal Glück. Was das Safety Car angeht, ne, ansonsten waren wir eigentlich die letzte Zeit immer ein bisschen angeschissen.
Aber aktuell sieht's gut aus. So, ich glaube, ich muss mal aufs fette Gemisch fahren. Der drängelt nämlich ganz schön, der Kollege. 2:03, schnellste Runde. Wirst mich verarschen, Spiel. Was soll das denn? Eieiei. Ja, da liegen noch ein paar Trümmerteile hier. Ja. Da hat irgendjemand seinen Frontflügel verteilt auf der Strecke. Ich könnte mal wetten, dass das der Sebastian Vettel war. Böse abgekürzt. Ja, diese S's sind echt ekelhaft zu fahren, oje. So, aber Hamilton muss ein bisschen abreisen lassen. Ist jetzt die Frage, liegt es daran, dass er in unserer Dirty Air war, in unserer verwirbelten Luft, oder ob er einfach generell schlecht durchkommt? Wobei, komm, sage ich's, da ist er schon wieder. Zumindest ist ein kleines Gap dazu. Ricciardo jetzt auf 3, nicht mehr Verstappen. Die Red Bull haben die Verfolgung aufgenommen. Die Tatsache, dass Kimi Räikkönen jetzt allerdings wieder zurückliegt, ist natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, oh, Rudi Rennsammel kann noch Weltmeister werden. Weil Räikkönen ist ja WM-Führender. Ne? Aber ich meine, Lewis Hamilton ist auch vor uns und der macht jetzt ebenfalls dicke Punkte, wenn er auf 2 dann ins Ziel kommt, man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, wie das Rennen ausgeht, das ist ja erst Runde 2, ne? 2 von 14 heißt, da ist noch ein bisschen was zu fahren. Aber ich komme nicht wirklich weg von ihm. Der hängt dran. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Na. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Lass mich in Ruhe, verstehst? Die Kommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Hier bleibt jedes Mal mein vorne links stehen. Hat immer so ein leichtes Lock-up, wenn ich hier bergauf links reinfahre. Ui, oh Gott, hallo, Ideallinie. Wo ist die Ideallinie, Freund? Hm? Sekunden, Hamilton. Ist die Frage, wie viel wir jetzt allein durch unser schlechtes Geschlängel hier, unsere schlechte Fahrweise, ja, wobei, nee, der ist eine Sekunde weg, okay. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, ja, du mit deiner Sturmfront. Jetzt wollte ich gerade sagen, wie viel ich in diesen S's habe liegen lassen, aber okay, Hamilton scheint auch ein Problem gehabt zu haben. Was mir gerade auf der Minimap aufgefallen ist, unser Teamkollege scheint ebenfalls von diesem anfänglichen Chaos profitiert zu haben und ein paar Positionen gewonnen zu haben. Das wäre ja super, ne? Das wären dicke Punkte für unseren Pascal Wehrlein. Das wäre mal eine, mein Gott, eine sehr erfreuliche Überraschung. Ne, der hat ja bislang, glaube ich, 2 Saisonpunkte eingefahren. Und wir sind immer noch, ja, in Konkurrenz zu, ich glaube, Williams war es, oder? Ich meine Williams. In der Konstrukteurs-WM. Da wollen wir ja ebenfalls unsere Position festigen und sichern. Hamilton bleibt dran. Der gibt nicht auf. Die Lücke zu Red Bull ist aber nach wie vor da. Also die scheinen Probleme zu haben. Eieiei. Also diese erste Kurve, die liegt mir überhaupt nicht heute. Ich weiß nicht, ich bin in der 2012er Version des Spiels eigentlich recht gut mit diesem Kurs klargekommen. Da hatte ich nicht solche Probleme wie jetzt hier in der 2016er Version. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich halt den Kurs, ja, vorher nicht wirklich jetzt hier in der 2016er groß geübt habe. Wie eigentlich kaum einen Kurs, ne? Aber er fährt sich gefühlstechnisch, also so rein vom Feeling her, schon ein klein bisschen anders als jetzt in der 2012er Variante. Kann man generell sagen. Also es fährt sich keine Strecke wie die aus 2012, wenn es die gleiche Strecke war. Es fühlt sich ein bisschen anders an, aber muss man sich halt dran gewöhnen, ne? Muss man sich halt drauf einstellen. Nur wenn du halt was gewohnt warst aus einem anderen Spiel, dann hast du da einen gewissen Automatismus. Oder mir geht's da zumindest so. Dann hat sich da ein gewisser Automatismus einfach eingestellt. Und den dann ja abzulegen und sich auf
etwas Neues einzulassen, das ist dann nicht immer so ganz einfach. Ich tue mir da ein bisschen schwer bei sowas. Wir werden den Hamilton nicht los. Ne, den wirst du nicht los, denn. Das Boxenstoppfenster ist offen. Keine Ahnung, was das ist. Das ist, als ob wir, ne, ein paar Wienerle um den Hals hängen haben und der Hund freut sich, dass er mit uns spielen kann. Der lässt einfach nicht locker. Der will die Wurst haben. Der Hund will die Wurst haben. Huch, mein Gott, hallo. Was habe ich denn heute bloß hier mit der blöden Ideallinie in den S's? Kein Rhythmus, gar nichts. Das ist schrecklich. Das tut richtig weh. Bauen die Reifen so extrem. Ja. Na, wobei, die sind noch okay. Jetzt wollte ich es gerade auf die Reifen schieben. Nein, das liegt nicht an den Reifen. Das liegt schon an mir. Das liegt schon an meinem Stiefel, den ich zusammenfahre. Jetzt sieht man wieder links unten Pascal Wehrlein. Der scheint ein paar Leute aufzuhalten, ein paar Autos. Und ich muss auf mein Gemisch aufpassen. Okay, wir haben noch plus 1, das ist noch okay. Nicht, dass ich da das aus den Augen verliere und dann plötzlich Benzin sparen muss und alle an uns vorbeiziehen, weil ich keine Motorleistung mehr habe. Jo, komme ich diese Runde. Okay, oh, hallo. Nicht auf die Minimap schauen in der Kurve. Nicht auf die Minimap schauen. Mein Gott, Lewis Hamilton, der holt auf. Jetzt passt Ding an die blöde Bodenwelle, Junge. Jawohl, hier ist nämlich eine Bodenwelle. Uah, ganz, ganz blöd zum Anfahren. Oh, der ist direkt dran. Oh, 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 oh. Der ist direkt dran an uns, Leute. Raikönen kommt auch in die Box. Oh, die waren schnell. Die waren schnell. Die waren schnell. Ich schaff's nicht. Nein, ich darf nicht rausfahren. Hamilton überholt uns in der Box. Thema Unsafe Release, ne? Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, ja. Perez. Okay, Perez hinter uns. Hamilton vor uns, sehr unschön, hat uns in der Box überholt. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Naja, ist halt ärgerlich. Ich bin selber schuld. Ich habe mit meiner Scheißfahrerei im Endeffekt den Platz hergeschenkt. Ich hatte 2 Sekunden Vorsprung und habe es einfach hergeschenkt. So, aber ich habe noch ein bisschen Benzin übrig, also. Wir geben nicht auf, Leute. Wir geben nicht auf. So, Windschatten, fettes Gemisch. Der Wagen hinter dir hat einen geringfügigen Schaden am Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Ja, ja, ist mir egal. So, diesmal machen wir nicht den Fehler wie in Singapur. Ja, dass wir leicht noch nach innen ziehen und er uns dann sauber wegdreht. Diesmal überholen wir anders. Okay, Wehrlein ist vor uns, aber der kommt jetzt zum Boxen. Wehrlein auf P2, ne, dass er das mal erlebt. Auch ein seltener Anblick. So, und jetzt das Ding nach Hause fahren. Pascal ist in der Boxengasse. Vielleicht mal ein bisschen konzentrieren so zwischendurch. Das sollte helfen. Huch, genau. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. So, Rosberg auf 3. Rosberg, okay, jetzt Ricardo auf 3. Hab mich schon gewundert. Das hätte nämlich bedeutet, dass Rosberg, huch, richtig Gas gegeben hat. Sieben Sekunden auf Ricardo. Okay, jetzt lass uns... Na, konzentrier dich, Junge. Konzentrier dich auf die Strecke. Überleg auf der Gerade, nicht in den S's. Ja, ich muss mir das immer wieder selber sagen.
Okay, also jetzt überlegen. Ricciardo ist in der Weltmeisterschaft, ich meine, hinter uns. Solange er auf P3 ist, nimmt er Rosberg-Punkte weg, Vettel-Punkte weg, Raikkonen-Punkte weg. Alles gut, wenn wir auf 1 sind. Momentan, ja, profitiert eigentlich neben uns Lewis Hamilton. Ricciardo auf 3 ist völlig uninteressant, weil Ricciardo in der WM keine Rolle mehr spielt, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viel Punkte Vorsprung Hamilton hat auf uns in der WM. Das weiß ich nicht auswendig. Ich weiß bloß, Raikkonen, der Führende, ist knapp 70 Punkte vor uns. Ich glaube 68 oder sowas waren es. In Summe. Aber wir würden uns zumindest die theoretische Chance erhalten. Sollte das Rennen so ausgehen, wie es aktuell steht. Wir würden uns die Chance erhalten, in der Weltmeisterschaft mitzusprechen, ein Wörtchen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich das ausgeht. Dafür sind es einfach zu wenig Rennen. Alter, mein Gott, ey, was habe ich hier bloß mit diesem blöden Geschlängel heute? Wenn ich einmal die vernünftige Linie jetzt getroffen habe, dann ist es echt, ne, dann ist es echt viel. Vielleicht in der zweiten Runde, aber ansonsten äußerst abenteuerlich hier. Ja, aber Hamilton kommt nicht näher. Das ist okay. Nur irgendwann wird mir wahrscheinlich das fette Gemisch ausgehen. Irgendwann geht mir das Gemisch aus. 0,8 noch. Positiv. Okay. Wobei, ich glaube, ich werde es mal einteilen. Hier im Infield brauche ich es nicht. Ich werde es mal für die Geraden einteilen. Naja, sprich für die Passagen mit Vollgas. Da brauchen wir es am dringendsten. Oder auch hier jetzt in dieser langen Rechts. Genau, genau, richtig. Sehr schön. Die konntest du, diese Doppelrechts lang, konntest du in der 2012er Version dieses Spiels auch eigentlich ohne Probleme mit Vollgas fahren. Geht hier nicht mehr. Kannst vergessen. Funktioniert nicht. 2,1 Sekunden Vorsprung auf Hamilton. So, Lockup vorne links. Gewohntes Bild. Der bleibt immer irgendwie stehen, der vorne links hier in dieser Bergauf. Jetzt komm, auf geht's. Ja, naja. Geht so. Besser als zuvor zumindest, aber haben wir alles schon mal besser gesehen, Paubi. Haben wir alles schon mal besser gesehen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Mein Gott, Chef, dich gibt's ja auch noch. Der Mann vom Wetterbericht. So langsam nimmt der Rennsieg Formen an, hätte ich gesagt. So langsam nimmt er Formen an, ja. Wir sind recht gut durchgekommen. Ja gut, wir hatten auch wieder ein kleines bisschen Dusel, ne, mit dem V-Safety Car, muss man dazu sagen. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Macht nichts, das ist okay. Wenn sich Vettel nicht wegdreht am Start, ne, nach der Kurve 1, dann geht das Rennen auch anders aus. Aber gut, da können wir ja nichts dafür, ne, wenn der sich wegdreht. Wir sind ihm nicht reingefahren. Wie denn auch? Wir waren an P1 nach der ersten Kurve. Da kann nicht niemand reinfahren. Jetzt muss er abreisen lassen. Hamilton, jetzt muss er abreisen lassen. Er verliert viel Zeit, habe ich den Eindruck. Ich kann es bloß nicht. Oh Gott. Kannst bloß nicht ausmachen, wo er die Zeit verliert. Er verliert sie auf jeden Fall. So, jawohl. Jetzt endlich mal einigermaßen gut gekriegt, diese Asses hier. Naja, dafür verhaue ich es hier wieder hinten raus. Sehr schön.
einen Gang zu weit oben und schon schiebt das Auto. Etwa 5 Runden kommt ihr mit dem Benzin noch raus. Jo, ist okay. Nee, also fahrerisch war das jetzt bis jetzt keine Glanzleistung. Da sind zu viele einfache Fehler drin, wenn man einfach nicht auf die Strecke schaut, weil man überall anders hinschaut. Man schaut auf die Minimap, man schaut, wie viel Benzin man noch drin hat. Man schaut auf die Zeit rechts oben. Keine Offenbarung, also für Ästheten heute kein schöner Grand Prix. Aber gut, das Ergebnis zählt es, ne? Es sagt ja niemand, oder es interessiert niemand, oh, heute ist er aber schön gefahren. Heute ist er aber schön gefahren, sondern es zählen die Punkte. Das Ergebnis und die Punkte zählen. Ne? In keiner Statistik steht dann drin, ach, der Lewis Hamilton ist aber dieses Jahr einen richtig schönen, runden Grand Prix gefahren. Das überspitzt, ne? Der war immer auf der Ideallinie, ist nie nebenaus, hat immer sehr schön gefahren, wunderbar. Ja, und er ist nicht Weltmeister geworden. Ne? Er hat 10 Rennen gewonnen und ist Vize-Weltmeister, das gab es ja auch noch nicht. Dass ein Fahrer mit so vielen Rennsiegen in der Saison nicht Weltmeister geworden ist, das ist ein Novum in der Formel 1. Interessant ist wirklich diese Lücke nach Lewis Hamilton zu Ricciardo. Da tut sich eine ganz große Lücke auf. Ich habe schon überlegt, kann ich ja jetzt mal kurz erzählen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe schon überlegt, ob ich diesen Grand Prix hier oder dieses Grand Prix Wochenende vielleicht auch an einem Freitagabend machen sollte als Stream, aber dann war ich mir nicht so ganz sicher, ob das ja überhaupt gut bei euch ankommt, wenn das Formel 1 Video dann, ne, da wäre dann natürlich das gesamte Wochenende dabei gewesen, inklusive Training, inklusive Qualifying und das Rennen, ob sich da dieses Spiel für eignet. Also da habe ich so meine Bedenken gehabt, ob das wirklich gut ankommt bei euch. Also da wäre es vielleicht mal ganz nett, weil wir haben ja noch ein paar Rennen. Sind ja dann noch, nach diesem Rennen sind es ja noch 3. Schreibt mir doch mal eure Meinung, was euch denn da lieber wäre. Also sagt, nee, du, das... Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nee, das ist schon okay so, wenn du das als normales Video machst, die Formel 1. Wollen wir gar nicht als Stream sehen. Oder ob er sagt, nee, als Stream wäre es lustig. Wobei, da tue ich mir wahrscheinlich schwer, auf den Chat einzugehen, ne, während ich hier am Fahren bin, aber ich glaube, das versteht sich, ne? Also wenn ich mal irgendwo dann, keine Ahnung, in der Box stehe oder so, oder gerade Ladebildschirm sind und so, da natürlich, da kann ich auf den Chat schauen, aber während des Fahrens kann ich vermutlich eher schlecht auf den Chat schauen. Außer natürlich, wenn es jetzt eine Situation gibt, wie hier jetzt zum Beispiel, an dieser Stelle, ne, wenn ich auf eine Gerade einbiege, die wirklich lang ist. Hier zum Beispiel jetzt, dass ich da mal kurz einen Blick aufs Chatfenster werfen könnte. Klar, aber ansonsten werde ich mich dann wahrscheinlich schwerpunktmäßig aufs Fahren konzentrieren. Aber schreibt mir da einfach mal eure Meinung, wie ihr das Ganze seht. So, 3 Runden sind es noch. Oder 2,5 besser gesagt. Hamilton 4 Sekunden weg. Raikkonen auf 3, verdammt. Mist. Okay, jetzt ist wieder Ricciardo auf 3. Die scheinen sich zu geben. Jetzt ist wieder Raikkonen auf 3. Sackel Cemento, was ist denn hier los? Das ist jetzt natürlich schlecht. Raikkonen auf 3 würde bedeuten, er verliert nur 10 Punkte. Das sind dann die Rechenspiele, ne? Die kommen. Also Raikkonen müsste ja eigentlich weiter nach hinten. Der müsste mehr Positionen verlieren, der Kimi. Ja, der Kimi war halt Jahresanfang sehr stark, ne? Der hat da richtig dick gepunktet.
Ja, Räikkönen auf 3, das ist einfach bitter. So, Bestzeit Sektor 1, ganz toll. Vielleicht werden wir jetzt nochmal eine schöne Runde fahren, so zum Abschluss. Das wäre doch ganz nett, dass wir wenigstens einmal eine schöne Runde erwischt haben. Probieren wir es zumindest. Wir versuchen es, auch wenn die Reifen wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen angeschlagen sind. Ein Viertel ist schon weg. Aber gut, fürs Rennen reicht es natürlich. Immer noch auf Bestzeitkurs, interessant. 50.000stel. Oh, die habe ich glaube ich gerade weggeworfen. Bisschen spät gebremst hier. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, ist doch alles gut, Chef. Was willst du denn? Alles gut. Mach da nicht ins Hemd. So, jetzt bin ich gespannt. Bestzeit? Fragezeichen? Nein. 85.000stel. Im letzten Sektor haben wir verloren. Na gut. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Jo, du sagst es. Die letzte Runde, die uns von 25 Punkten trennen. 25 Punkte. In Austin. In Texas, in den Staaten, nochmal. Sektor 1, Bestzeit. Sollen wir es nochmal probieren? Das erinnert jetzt sehr stark an Sebastian Vettel 2011. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Sebastian Vettel 2011, ne? Wo er immer versucht hat, in der letzten Runde noch eine schnellste Runde zu fahren. Bei Red Bull damals. Wo die Jungs am Kommando stand, dann immer ganz blass geworden sind. Ja, ja. Fürs Ego. Ja, Nico Rosberg hat ja auch diese Wertung gewonnen. Er ist ja nicht nur Formel 1 Weltmeister geworden, sondern er hat ja auch die Trophy gewonnen für die schnellsten Rennrunden. Gab es eine eigene Wertung. Welcher Fahrer in der Saison am meisten schnellste Rennrunden bekommt. Das ist schön für den Quert. So, aber mit der Bestzeit wird es, glaube ich, nichts mehr. Nochmal böser Quersteher hier. Ein paar Informationen zu Gutierrez. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Ja, das habe ich gemerkt. Und habe mich gleich vor lauter Freude verbremst, aber es hat nichts mehr ausgemacht. Geschafft. Gut gemacht. Naja, unspektakulär. Äußerst unspektakulär. Also wieder ein fantastischer Sieg für Männer. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn für den großen Aufwand. Manor Racing holt sich heute den Sieg. So schaut's aus. Da ist es, genau. Ja, Leute, ihr wisst ja, was jetzt kommt, ne? Ihr wisst es ja, Champagne! Ja, auch wenn man heute eigentlich nicht verdient hätten, ne? Heute ist immer so schlecht gefahren. Egal, Sieg ist Sieg, was soll's. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Jolyon Palmer hat das Feld heute wirklich ordentlich aufgemischt. Also hat er meine Stimme. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, der Vettel ist sogar noch auf Platz 7 gekommen, ne? Trotz des anfänglichen Drehers. Verstappen auf 9. Rosberg ist auf die 4 zurückgekommen.
Und Pascal Wehrlein auf der 6. Ja, Glückwunsch. Nicht schlecht, sehr schön. Weltmeisterschaft. Ja, wir haben Sebastian Vettel überholt. Ui. Okay, ich habe Brei erzählt, sehe ich gerade. Ich habe Brei erzählt. Es war gar nicht der Kimi Räikkönen in Führung. Der Lewis Hamilton war in Führung, okay. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Kimi noch WM-Spitzenreiter ist. Oder ja, habe ich wohl einen kleinen Aussetzer gehabt, so wie es aussieht. Dann wäre es mir vielleicht doch lieber gewesen, wenn der Kimi vor dem Lewis ins Ziel käme. Aber na gut, hätte und so. Ja, egal, wir sind auf Platz 4, 61 Punkte Rückstand. Rechnerisch immer noch möglich, Weltmeister zu werden. 3 Rennen sind es noch. Es geht beim nächsten Mal nach Mexiko. Auf dem Kurs bin ich noch nie gefahren, muss ich gestehen. Ich bin noch nie in Mexiko gefahren. Auf diesem Kurs. Ich kenne die Strecke halt aus dem Fernsehen, aber ansonsten, naja, es dürfte interessant werden. Ja, und danach ist noch Brasilien und dann Abu Dhabi und dann ist die Saison vorbei. Aus die Maus. Nico Rosberg ist 30 Punkte weg. Halte ich auch schon für schwierig. Schwierig, aber nicht unmöglich, je nachdem wie es läuft. Ja, dass man den vielleicht noch holt, darf natürlich nichts passieren. Kein Rennausfall oder sowas. Immer davon ausgehen, dass wir Punkte holen, dass wir auf dem Podium landen. Ist machbar, dass wir den Rosberg noch holen, aber ja, Hamilton und Räikkönen, schätze ich mal, die sind weg. Da kommen wir nicht mehr hin. So, wie sieht es bei den Konstrukteuren aus? Platz 4. Ja, wir haben dicke Punkte geholt. Wir konnten uns weiter von Williams absetzen. Das ist das Ziel. Ja, Red Bull ist hier ebenfalls schon mit über 60 Punkten weg. 65 Punkte, die werden wir nicht mehr kriegen, weil Red Bull wird in der Regel mit beiden Autos punkten. Also da keine Hoffnung, aber ich glaube Platz 4 ist durchaus realistisch. Na gut, so, jetzt wollen wir es doch mal sehen, wie sich das Ganze in der Rivalität auswirkt. Wahrscheinlich wollen wir jetzt dicke Punkte holen. Natürlich Ressourcenpunkte, ist ja klar, Plätze gewonnen, bla bla bla, straffrei und so weiter. Das kennen wir alles, die blöden Bonuspunkte hier. Fahrer 1, dann gibt es noch die Rivalität, genau. Das sollten wir in Sauber dominieren, jawohl. 12 zu 7, sieht gut aus. Auch das hier ist ein alter Hut, da tut sich natürlich auch nichts. Die Karrierepunkte, da gehen wir wie immer drüber. Ja, und das war's dann schon, ne? Laptop, machen wir es mal auf, das Ding. So, wir haben 1186 Punkte. Ressourcenpunkte. Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ans Mikro gestoßen. Die könnte man... Ja gut, wir können nichts mehr investieren, wenn wir die Entwicklung abgeschlossen. Heißt, wir kriegen da wahrscheinlich noch 25% Bonus drauf. Also auch nochmal über 250 Punkte geschenkt. Wir sammeln noch weiter Punkte. Man könnte da dann in der nächsten Saison vermutlich dann auch gleich ein paar teurere Upgrades kaufen. Dann wollen wir uns den Trophy-Raum noch anschauen. Oh, ein Traum. Der dritte Sieg in Folge. Das ist doch mal gar nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt schon 6 Rennsiege in der Saison. Wer hätte das gedacht zu Beginn, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, mit Abstand bis... Oder, nee, nicht ganz. Was heißt mit Abstand? Das letzte Saisondrittel auf jeden Fall... Ganz stark, okay, wir hatten im Ende des zweiten Saison-Drittels hatten wir schon ja mit 2 Siegen eigentlich mal ganz klar den Fingerzeig gehabt nach oben, Belgien, Italien, dann kam Singapur, hätten wir auch gewinnen können, ne? Malaysia, Japan war dominant, da ging gar nichts an uns vorbei und ja, jetzt in den USA, okay, da bin ich selber einen Stiefel zusammengefahren, wir haben trotzdem gewonnen, na gut. Ja, also ich bin gespannt auf nächstes Mal in Mexiko. Mexico City, großer Preis, wie wir uns da schlagen werden. In Mexiko ja sehr Formel 1 begeistert. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ja, dann bin ich für heute raus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.